Bevor das Video startet, gibt es noch mal ein bisschen Eigenwerbung für meinen Shop, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Aktuell bei mir im Shop zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. 5 verschiedene Motive gibt es. So sehen die aus. Ich zeige euch mal alle 5 Stück. Und falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht für euch, für eure Freunde, für Familie, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Shop montanablack.de auschecken würdet. Wie gesagt, zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. Zum Beispiel hier dieses Klamottenstück, den Zip-Hoodie, 540 Gramm, ist wie eine Jacke im Camouflage-Look. Mein absolutes Lieblingsstück bei mir aus dem Klamottenshop, ist auch wieder in allen Größen verfügbar. Ist wie gesagt wie eine Jacke, bloß als Pullover, als Zip-Hoodie. Und das ist mein All-Time-Liebling, falls ihr mich fragt. Das Ding würde ich mir an eurer Stelle gönnen, denn die Qualität ist eine 1+ mit Sternchen. So, dann wollen wir mal schauen hier. Deutsche Memes. Warum spielt das für Sie keine Rolle? Warum darf ich hier nicht einchecken? Sie dürfen nicht filmen. Sie dürfen nicht filmen. Ich darf filmen. Nee, Sie dürfen nicht. Ich darf filmen. Nicht filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Ich würde Sie bitten, jetzt zu gehen. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Also, wir distanzieren uns natürlich von diesem Wort. Hab ich nicht gesagt, hat er gesagt. Nämlich Homo-Shit. Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Wie kommst du zu diesem oder was? Achso, jo. Ich habe jahrelang einen Kollegen mal wieder getroffen oder was. Und der sagt bei jedem Satz oder was. Ne? Und dann hat er mich angewöhnt. Ich habe mich mit denen stundenlang unterhalten oder was. Und auf einmal sitzt er in mich drin oder was. Naja, und bei dem, wenn du den zuhörst oder was, dann geht er noch schneller oder was. Ich muss irgendwie, manchmal haben mich schon angesprochen oder was, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber das ist dann so eine Angewöhnheit, auch gehört zum Ruhrgebiet oder was, ne? Wie oft sagen Sie so am Tag oder was? Ich zähle das ja nicht oder was. Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen oder was, ne? Ja, dann ist das wie eine Pause. Guck, jetzt werde ich wieder oder was gesagt oder was, ne? Das geht gar nicht. Oh, auf so eine Pommes, Digga, die sehen köstlich aus. Die Pommes sieht gut aus. Du bist ja auch der Wattmann. Jo, manche sagen schon Wattmann zu mir oder was, ne? Ach, toll. Das ist fantastisch. 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 Fächer. Fantastisch. Fantastisch. Man kann sagen, was man will, aber die Rudolfs-Zeiten waren die schönsten Zeiten auf D-Max, Digga. Die Rudolfs-Zeiten waren die besten Zeiten, Digga. Ich hab sie geliebt. Ich hab sie so gerne geschaut. So gerne. Absolut fantastisch. Wir haben den Kerl zum Laufen bekommen. Fantastisch. 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 Was heißt das, was er alles macht, gell? Fantastisch. Fantastisch. Ah! Wen seh ich da? Das sagt Gesicht Tommy. Wie geht's dir? Ja, ist klar. Und? Fantastisch. Ah, fantastisch. Ja. Die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen. Seiten auf 10, glaube ich. Also nicht super, aber schon geil. Halbe Stunde gebraucht, Bruder. Und fresh, Alter. Richtig fresh. Nee. Ich hab euch gesehen, ihr seid so glücklich. Von diesem Projekt, aber nee, muss mein blöder Vater kommen und sagen nein. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Er darf kein GTA spielen. Ach, das tut mir leid, Digga. Die Kameraperspektive, Digga. Das erinnert mich an das erste Selfie von Kanaken, wenn sie die Selfie-Kamera anhaben, Digga. Oh Mann, Alter. Beste, Diggi. Ich will gern. Aber dann ist mein Vater gekommen, hat alles gelöscht. Er alles die CD rausgetan. Das geht leider ohne CD nicht. Sorry, Leute. Goodbye. Wo ist mein Pfeffer? Wo ist mein Pfeffer? So kann ich nicht arbeiten.
Also ganz kurz, wer sich jetzt angegriffen fühlt, weil ich Kanaken gesagt habe. Kanaken ist ein Wort wie Deutsche. Und falls sich damit irgendjemand angegriffen fühlt, tut es mir leid. Aber ihr wisst ganz genau, dass es kein Problem ist. Ja, Kanaken ist kein Schimpfwort, ist nicht, abwertend. Ja, also entspannt euch. Also für mich ist das kein Wort. Und falls es irgendjemanden stört, dann tut es mir leid, aber... Ja. Ich bin Björn, den ihr schon so lange kennt. Ich bin am Start, wenn ihr Namen nennt. Ich will eigentlich nur von der Dunkelheit als Licht. Und ansonsten brauch ich eigentlich nichts. Ich bin Lori, bin grad mal 13 Jahre alt. Und jeder sagt, ich bin schon sehr, sehr alt. Ich komm aus Italien, das ist mein Land. Und ich chill den ganzen Tag nur am Strand. Ich bin 13 Jahre alt und aus dem Kosovo. Jeder sagt, meine Zukunft ist hoffnungslos. Doch das ist mein Ding und ihr seid gleich dabei. Ich bin Tiger Mike, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich bin Raga, ich komme aus Giuseppe. Und wenn ich rappe, dann glaub ich, dass ich Shepard. Jetzt wisst ihr, wer ich bin, komm, schreibt meinen Namen. Gerade zu dem G-A-N, schreibt ihn zusammen. Fünf Jungs, das ist Rap aus Reibling. Leute hüpfen hin und her, wie beim Seilspringen. Fünf Jungs. Das ist Rap aus Reibling, guck sie dir an und hör, wie sie tanzen. Fünf Jungs, das ist Rap aus Reibling, Leute hüpfen hin und her, wie beim Seilspringen. Fünf Jungs, besser als 90% der Rapper, die es heute gibt. Guck sie dir an und hör, wie sie tanzen. Yipsidu, yipsidu, yipsidu und zack, Uwe, du bist lebensmüde. Warum? Ja, wenn du runterfällst, gibt es einen Fettfleck, bin ich platt. Ich glaube, mit deinem Gewicht, das ist schon beschissen. Hast du Also, die Lulas sind einfach Legende, Digga. Komm, gucken wir uns den zweiten Teil an. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Aber ist er wirklich gestorben, Digga? Ist er wirklich gestorben? Ja, woran ist er gestorben? Wisst ihr das? An einem Hirntumor? Ah, Hirntumor, okay. Oh. Ändert ja nichts daran, dass die Szene trotzdem lustig war, aber das, Digga, der ist ja ganz jung gestorben, Alter. Das ist scheiße. Oh nein, sie rutscht ab. Ich liebe dich, Mathe-Mann. Was für eine Scheiße, Alter. Und ich liebe die Mathematik. Mathe, Mann. Du! Was willst du? Du bist nicht am Du willst Schmerz. Kämpfen! Ach ja? Du willst kämpfen! Ja, dann komm! Du willst was gewinnen! Ja, ich will was gewinnen! Schau mal da draußen! Da steht ein Faschistenhammer! Ja, dann lass ihn hier! Da ist er! So, du willst kämpfen! Ja, komm her! Dann komm! Komm du willst kämpfen! Ja. Na komm! Komm her! Komm her! Wo sind die alle? Wer sind alle? Hallo, mein Name ist Alexander und ich zeige euch heute, wie man GTA 4 auf der Xbox moden kann, dass man stärkere Waffen hat und die Autos schneller fahren können. Ihr müsst euch zunächst dieses Programm aus dem Internet herunterladen, uploadet und ich zeige euch den Link. Warten Sie kurz. Einfach diesen Link herunterladen, dann starten, passen Sie auf. Dieses Programm ist illegal, weil das Windows nicht zulässt, müssen Sie das Virenschutz ausschalten. Es ist kein Virus. Es ist 100%ig rein. Sie können es gerne mit dem Virenchecker drüber laufen lassen. Nur ein Virenprogramm zeigt es als Virus an. Obwohl es kein Virus ist, weil es ein illegales Programm ist von Microsoft. Man kann. Das ist nämlich eine Server-Exe-Datei. Das schickt eine. Die Mod-Datei übers Netzwerk an die Xbox 360. Ich kann es euch gerne vorführen. Wenn man das Virenschutzprogramm ausgeschaltet, zum Beispiel wie ich, drückt man drauf. Dauert, passiert gar nichts. Wenn es fertig geladen ist, bingo. Jetzt hat es schon an die Xbox-Datei weitergeschickt. Und
Man kann mich zum Beispiel aus einer Pistole dann Waffen schießen, Raketen schießen. Dann kann man, Bingo. Hat man unendlich viel Munition. Und ist einfach alles ist stärker. Man kann nicht mehr sterben. Und es geht voll ab. Und dann viel. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem, mit euch, mit bei GTA 4, mit dieser veränderten Teil. Eure Freunde im Online-Spiel würden staunen, was ihr auf einmal könnt und wundern sich, warum du nicht sterben kannst. Viel Spaß damit, wünscht euch Alexander Seitz. Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party. Wir sind jung und wir wollen rocken, wir wollen nicht zu Hause rocken. Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken. Die Frage, wohin wollt ihr? Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party. Wenn ihr mindestens zweimal täglich Milch und Milchprodukte esst, dann macht ihr euch krank. Die Leute, die omnivore Ernährung bevorzugen von euch, die werden sich denken, was labert der für eine Scheiße. Und woran liegt das? Weil es Gift ist. Oh, der hat gar keine Milch, Opfer. Milch ist Gift, ja. Milch ist Gift. Es gibt so viele Lebensmittel, die sind Gift. Und ich werde noch viele Videos dazu machen. Milch ist Gift. Wir müssen aufhören, dem Körper immer weiter Gift zuzuführen, dass ihr euch kein Gift mehr reinziehen sollt. Fidget Spinner, Fidget Spinner, Fidget Spinner, Fidget Spinner, eine Menge Fidget Spinner. Fidget Spinner, 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 Fidget Spinner. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Fidget Spinner. So beschweren kann man sich da normalerweise auch nicht. So beschweren kann man sich normalerweise nicht. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Fidget Spinner, Fidget Spinner, Fidget Spinner. Beschweren kann ich mich nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das, wie er sich in den Fingern anfühlt. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wow, fühlt sich der gut an. Super geil. Meine Güte, geht der ab. Oh, wow. Digga, wow. Ich hab die Dinger nie gefühlt, Alter. Fidget Spinner. Wow, er dreht sich wunderschön. Er dreht sich wunderschön. Beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Ich hab mir nie einen Fidget Spinner geholt. Noch nie. Beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Beschweren kann ich mich nicht. Also bitte. Den kennen wir schon. Mein Bizeps. Kinderkrankheit. Kinderabil. Permanent. Den kennen wir schon. Mein Bizeps brennt. Zum Beispiel. Dein kann ich halt auch nicht ernst nehmen, weil Frauentausch war immer gefaked, Digga. Frauentausch war immer gefaked.